Herzlich willkommen zurück zu Sim Airport. Ja, und wir haben hier das Problem, dass unser Bereich nicht sicher ist. Ja, und warum? Naja, ne, so ein Fluggast könnte sich auch denken, so, hoch, ich gehe jetzt hier mal so außen rum und oh ja, ich boarde mal. Ja, natürlich ist es dann nicht sicher. Das heißt, wir müssen einen Zaun bauen. Wir brauchen einen Zaun. Und zum Glück, ich hatte dann schon die Befürchtung, dass sie dann auch von hier oben rüberklettern können, aber das machen sie zum Glück nicht. Es reicht nicht, die Zäune hier zu setzen, dann können sie noch über die Start- und Landebahn laufen. Nein, wir müssen sie tatsächlich hier direkt dran setzen und ich setze ihn jetzt hier einfach mal an die Straße. Das sieht, glaube ich, ein bisschen schöner aus. So. Und dann schließen wir den hier an, den Zaun. Ja, da muss man aber auch erstmal drauf kommen. So, und dann können wir hier auch wieder einen Zaun anschließen. Den ziehen wir dann auch einmal hier so rüber. Und dann hier nach oben. Ich weiß, wir könnten jetzt auch nach rechts weiterziehen, aber es sieht einfach ein bisschen schöner aus, wenn wir das so machen. Und dann kommt hier keiner mehr rein und wir haben einen sicheren Bereich. Und dann können wir auch endlich den Flughafen öffnen. Ach, wie schön. In der dritten Folge sehen wir dann vielleicht auch mal ein Flugzeug hier. Aber vorher kommt noch das Personalmanagement, das wird noch lustig. Oh ja. So, Toiletten werden hier noch mit aufgebaut. Da haben die Sitzplätze. Vielleicht können wir auch noch für die Leute nochmal irgendwie so was Schönes hinstellen. Hier Komfort vielleicht. Oh ja, Mülltonne. Mülltonne ist wichtig. Da. Und in die Toilette gehört eigentlich... Ach, die können das auch hier machen. So. Da noch eine Mülltonne hin. Und dann können wir... Da noch eine Mülltonne hinstellen und ich denke hier in die Gepäckrückgabe können wir auch noch einstellen. Achso, ich weiß gar nicht, wie das mit der Gepäck, dem Gepäck, da brauchen wir auch noch eigentlich jemanden. Versorgung. Also Gepäckbänder werden wir noch nicht machen. Es gibt ein Treibstoffdepot. Verteilt sich an Pipeline verbundene Reservoirs. Oh Gott, okay. Großer Treibstofftank. Die Frage, müssen wir Betankung leisten am Anfang? Ich glaube nicht. Und funktioniert Gepäck soweit auch? So, und jetzt seht ihr, der Zaun ist gebaut und wir haben hier einen sicheren Bereich. Sehr schön. Dann können wir hier auch wieder das andere hinsetzen, weil ich nicht will, dass die Leute hier warten. Ich will, dass die hier nur durchgehen und deswegen setzen wir da Sicherheitsausgang auch direkt hin. So rum. Ach, jetzt müssen wir sogar drei hinsetzen. Naja, was soll's. Setzen wir drei hin. Und dann können wir auch uns schon mal hier wieder langsam machen, um Personal kümmern. Ach, die Zone kann ich auch hier machen. Ah, Personal. Hier haben wir auch noch gar nicht geguckt, oder? Das können wir auch, machen wir jetzt. Personal, wir brauchen. Wir brauchen... Ein Hausmeister, würde ich sagen. Wir brauchen Sicherheit. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele wir brauchen. Ich glaube, wir brauchen insgesamt 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wir brauchen Personal. Hier oben 2. Und hier unten 3. So, kann ich jetzt eigentlich auch Mitarbeiter wieder feuern? Ach, das kostet 2000. Ja, dann lassen wir den erstmal noch hier. Ich denke mal, wir werden ja noch ein bisschen bauen. Und hier kommt jetzt unser Personal. Sicherheit. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht zu viel eingestellt. Machen wir mal ein bisschen schneller. Genau, der stellt sich dahin. Die stellen sich dahin. Der stellt sich dahin. Wunderbar. Wunderbar. Oh, ein bisschen viel Lippenstift, die Damen hier, ne? Aber der steht hier, der alte Herr. Und die beiden sind hier verantwortlich. Okay. Ich hoffe, das klappt dann auch mit dem Gepäck. So, wir sind einsatzbereit. Fast. Türen wären vielleicht nicht verkehrt. Tür. Tür. So. Dann sind die Toiletten auch bereit. Hier haben wir jetzt ein bisschen Deko. Und das Wichtige ist natürlich, Geld zu verdienen. Wir gucken aber erstmal hier nochmal in die Forschung. Das kenne ich auch noch nicht. Okay, wir können hier Bau, Finanzen, Betrieb,
Technologie. Da müssen wir dann mal gucken, was wir erforschen möchten. Kostet auch gar nicht so viel. Ermöglicht die Einstellung eines Vorarbeiters. Dann haben wir später Rolltreppen, Wartung, Einbahn, Rollwege und Kreuzungen für Start- und Landebahnen. Für Start- und Landebahnen? Okay. Was ermöglicht uns denn ein Vorarbeiter? Steht das hier? Vorarbeiter ermöglicht das Erforschen von baubezogenen Upgrades. Okay. Finanzen. Finanz-VP ermöglicht einen Finanz-VP einzustellen, der auch ein CPA ist. Ja, verstehe ich nur Bahnhof. Lässt deine tägliche Einkommensteuerrate auf 30% fallen. Lässt deine tägliche Einkommensteuerrate. Das ist natürlich nett. Grundsteuer senken. Dann haben wir hier Betrieb. Ermöglicht den Kauf zusätzlicher Kartenparzellen. Stadtbahntransit ermöglicht das Platzieren einer LRT-Plattform. Straßenbahnen reduzieren Staus. Längere Stadtbahn, mehrspurige Zufahrt, Betrieb. Oh, das ist aber alles nett hier. Ausweichgates. Und Technologie. Da haben wir erweiterte Sicherheit. Möglichkeit, Gepäckscanner, Ausweiskontrollen zuzuweisen und Gepäckscannern, Metalldetektoren, Ganzkörperscanner für präzise Flugskontrolle. Okay, also so wie ich das jetzt hier gebaut habe, da laufen sie irgendwie. Hiermit kann man es dann steuern. Genauso auch wie mit dem Ticketing. Da kann man dann Gates bestimmten Check-In-Schaltern zuweisen. Das ist auch nett. Treibstoffports ermöglicht die Erweiterung von Gates mit Treibstoffanschlüssen, die Kerosin direkt dort angeben können, wo es benötigt wird. Ah, da weiß man auch wieder gar nicht, was man machen soll. Aber was macht denn ein CPA? Moment. Einen Finanz-VP, der auch ein CPA ist. Gibt es hier irgendwie sowas? Finanz-VP? CPA? Nö. Keine Ahnung. Ach, hier ist Mitarbeiterverwaltung. Hier kann man sie auch direkt entlassen. Okay. Ah, was forschen wir denn mal zuerst? Wartung ist natürlich nicht nett, nicht schlecht. Nicht nett. Das ist natürlich ist alles nicht so schlecht, ne? Geringe Einstrom. Ja, ich glaube, wir gehen erstmal hier ein bisschen auf Finanzen. Zack, wurde uns auch direkt abgezogen vom Konto. So, Forschung. Kann ich irgendwo sehen, was derzeit geforscht wird? Ja, kann ich dort sehen. Betrieb brauchen wir natürlich auch. Und Technologie, wohl Betrieb brauchen wir erstmal nicht. Technologie, wir erforschen erstmal das. Flugmanagement. Und Flugstatus. So, Flugmanagement. Sieht jetzt ein bisschen wild aus, ist es aber eigentlich nicht. Hier unten ist unser Plan. Ja, wir haben hier kleines Gate, A1. Und das kann rund um die Uhr kann es betreut werden. Und hier sind jetzt die Angebote, die wir haben. So, und wir sollten erstmal für kleine Flüge machen. Und für EAM Early Morning, würde ich sagen, ist das, haben wir sind gar keine da. Aerotime hat 2 Flüge für die gelben Zeitraum zwischen 6 und 11 Uhr. Dann sollten wir, denke ich, auch das hier nehmen. So, und hier werden uns jetzt die verschiedenen Flüge angeboten. Warum werden mir denn hier 0 angezeigt, wenn sie da doch welche haben? Ja, seht ihr hier 2 und hier haben wir auch 3 für PM. Ah, wir können nachts nichts annehmen, weil wir keine Beleuchtung haben. Okay. Macht Sinn. So, dann haben wir hier CRJ 900 kommt an. Wir nehmen die mal an. Und wir nehmen die, glaube ich, gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Genau, dann können wir hier um 6 Uhr auf Gate A1 legen. Das heißt, um 6 Uhr kommt dann hier tatsächlich das Flugzeug. Möchte dann aber auch um 8 Uhr wieder losfliegen. Und das heißt, wir können auf jeden Fall hier auch noch einen zweiten nehmen. Aerotime 1502, den sollten wir jetzt nicht hier hinlegen, denn wenn sich ein bisschen was verzögern sollte, legen wir den hier mal auf 9. Wir machen mal eine Stunde Pause dazwischen, beziehungsweise hier kriegen wir ja keinen mehr rein. Doch, für Mittag dann, genau, passt ja. Genau, dann können wir mittags direkt um 12 starten. Wir sehen hier auch die Bewertung. Ich denke mal, es ist sinnvoller, hohe Bewertungen zu nehmen, vermute ich mal. Ich bin mir nicht so ganz sicher.
Den ist wichtig. Flughafen, Start- und Landebahn, Passagierzufriedenheit und Passagiere, die ihre Flüge verpassen. Okay. Und wir müssen das auch machen. Wir kriegen Geld, wenn wir das annehmen und wenn wir es kündigen. Ja. Angebote und Verhandlungen. So, wir nehmen, denke ich, die auch beide an. Von Pacific Airlines. So, dann haben wir hier einen, den 7765. Und um 15 Uhr starten wir hier. Und PM können wir derzeit nicht machen, weil wir keine Beleuchtung haben. Oh ja, da müssen wir vielleicht nochmal gucken, dass wir dann die Beleuchtung machen. So, und die Flüge kommen aber, glaube ich, auch nicht heute, sondern erst am nächsten Tag. Und dann können wir jetzt hier gucken. Erweiterung. Start-Landebahn-Beleuchtung brauchen wir. Kostet 25.000. Zack. Ungültige Platzierung. Muss richtig an Startbahn ausgerichtet werden. Muss ich den drehen? Verstehe ich noch nicht. Da hat es eben kurz geswitcht. Da. Okay. Startlandebahnbeleuchtung. Aber jetzt haben wir das doch nur da. Das hat irgendwie jetzt nicht so funktioniert, habe ich so den Eindruck. Ach nee, es wird gebaut. Es wird gebaut. Mal gucken. Ha, und seht, wir haben jetzt hier eine Beleuchtung, aber das reicht auch noch nicht. Denn wir brauchen, glaube ich, auch noch die Beleuchtung Papi. Auf die Präzisionsanflugsgleitwinkelbefeuerung bietet Piloten einen visuellen Hinweis auf ihren Annäherungswinkel, was zu erhöhter Sicherheit führt. Das nehmen wir doch noch mit. Die maximale Seitwindentoleranz wird ebenfalls von 12 auf 15 km/h. Okay. Muss innerhalb von 6 Metern an einer Startlandebahn sein. Das heißt, wir können das jetzt hier einfach hinklatschen. Okay. Start, Landebahn, ILS, Instrumenten, Landesystem erlaubt es, größeren Flugzeugen zu landen. Das brauchen wir nicht. Wir haben aktuell, glaube ich, noch nicht das Interesse daran, größere Flugzeuge. Und jetzt können wir nochmal eben gucken. Ach, hier unten wird die Forschung angezeigt. Ob wir dann jetzt den annehmen können. Ja, wir können den jetzt annehmen. Ja, mal nach Bewertung kann ich gar nicht gehen. 51%. Nehmen wir hier mal. Hier sind wir zu kurz. Startlandebahn mindestens 150 Länge erfordert und Gate L oder größer. Dann nehmen wir hier natürlich das an. Aerostar. Ding, ding. Um 18 Uhr. Aber man kann das sogar ein bisschen feiner noch justieren. Mal gucken, ob das mit der Stunde dazwischen klappt. Und das, wir können dann sogar noch einen annehmen. Zum Beispiel von Pacific Airlines nehmen wir nochmal einen an. Der kann dann um 21 Uhr sein. So, sehr schön. Aber für EAM haben wir leider keinen. So, und dann heißt es jetzt warten. Aber ich glaube, fünf Mitarbeiter sind ein bisschen viel, glaube ich. Ich werde tatsächlich mal zwei rausschmeißen. Tut mir leid. Und wir können, während wir warten, vielleicht auch hier schon mal einen schicken Boden reinsetzen. Das Geld haben wir ja. Werkzeuge, was sind denn Werkzeuge? Zaun, Bereichsverkauf, Fenster. Oh, Fenster sind natürlich auch nett. Wir machen hier mal Fenster, dass man hier aufs Gate gucken kann, schon mal das Flugzeug sehen kann. Das ist doch was. Und Böden, was haben wir denn hier Schönes? Fußboden. Oh ja, das sieht furchtbar aus. Stein. Dekorativer. Und achso, dann sind die auch schneller. So ein Grau. Hier, so ein schickes Muster hier. Dann können wir ja hier das mal für diesen Bereich hier so nehmen. Oh, das ist aber auch teuer wieder alles.
Also so Teppich am Flughafen ist schon irgendwie ein bisschen seltsam. Ich war mal in Delhi auf dem Flughafen. Da war auch alles mit Teppich ausgelegt. Ach du meine Güte, kriegt man ja fast Augenkrebs. Ha. Aber ich fürchte, wir haben da keine Wahl. Wir nehmen den Fußboden erstmal so. Sicherheitsbereich, wir machen hier mal den hin, so als Abgrenzung vielleicht. Und legen dann dort mal, gucken wie das hier aussieht. So ein schönes beruhigendes Blau. Für den Ausgang, ich mache erstmal das schön ein bisschen bunt, mal die verschiedenen Teppiche mal ausprobieren. Der hier ist auch nett. Alles ist halt besser als dieses Beton, was wir jetzt hier haben. Der ist eigentlich ganz okay. So, und hier hätte ich jetzt gerne, gibt es nicht irgendwie was wie Holz? Holz. Hier so ein schönes, helles Holz. Können wir hier vielleicht mal hinlegen? Das ist ja auch hier wieder. Wer hat das geplant? Und dann brauchen wir noch irgendwie sowas wie Kacheln, Stein. Ja, sowas hier dann. Teppich ist es ja nicht, Fußboden. Sowas dann hier für die Toiletten. Da sollten wir keinen Teppich reinlegen. Das wäre ein bisschen seltsam. So, dann haben wir jetzt hier schon mal einen recht bunten Flughafen. Ich frage mich, warum... Ach, das sind die Zonen. Deswegen ist das so unterschiedlich. Okay. Also eigentlich sieht es nicht so aus, sondern so. Ja, das ist doch schön hier. So ein heller Holzfußboden. Das ist doch gut. Vielleicht ändern wir das auch nochmal. Aber dann haben wir jetzt auch die schnellere Bewegung. Das ist auch nicht verkehrt. Kann ich mir die Zonen ausblenden lassen? Zonen. Kann ich mir die nicht... So, hier haben wir den Flugstatus. Den können wir dann vielleicht auch mal tatsächlich gucken. Heute kommt noch nichts. So, jetzt, zack. Heute, jetzt ist hier richtig was los hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Flüge kommen. Um 8 Uhr geht's los. Ne, um 6 Uhr geht's los mit dem ersten. Oh, da bin ich mal gespannt. Ich hoffe jetzt, wie gesagt, dass das mit dem Gepäck hier auch alles funktioniert. Das wäre echt wichtig. Hier ist es auch noch nicht wirklich schön. Das kümmern wir uns drum. Jetzt gucken wir erstmal noch, ob das hier funktioniert. Ob der erste Flug kommt. Den nehmen wir auf jeden Fall in dieser Folge mit. Und wenn wir den sauber abwickeln konnten, dann denke ich, können wir dann auch in der nächsten Woche richtig durchstarten. Aber ich finde, so einen Flughafen selbst aufzubauen, das ist schon ein bisschen netter. Man hat dann einfach mehr Bezug. Ich hatte halt beim Testen einen fertigen genommen und ja, war dann halt da. Er sah sicherlich ungefähr genauso aus wie dieser hier. Das ist auch klar, dass ich jetzt hier noch nicht so die riesigen Experimente machen kann. Und wir sehen, hier haben wir recht wenig Schönes. Und da kommen die ersten Leute. Die checken hier ein. Wir machen das mal ein bisschen langsamer. So, die checken jetzt hier ein. Geben hoffentlich auch ihr Gepäck ab. Weiß ich noch nicht, ob die da tatsächlich Gepäck abgeben. Die hat ja so einen Rollkoffer mit. Den wird sie hier sicherlich abgeben. Ja, den gibt sie hier ab. Handgepäck bleibt in der Hand. Und dann gehen sie hier durch den Sicherheitscheck, zeigen ihren Ausweis vor, ja, legen dann ihr Gepäck hier drauf. Sehr schön. Wahrscheinlich sind zwei hier auch schon zu viel. Freuen sich hier. 51% sind verschoren. Gehen dann hier durch. Und können dann hier in dem wunderschönen hellen Wartebereich warten. Okay, da kommt die nächste große Menge. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Glitscht hier durch. Macht nichts. Ja, komm. Oh, die sehen doch hier alle so recht unterschiedlich aus, die Personen. Cool. Kriegen wir Informationen? Ja, wir kriegen auch Informationen. Passagier, leider, ach, haben keine Namen. Hunger, Langeweile, Lifecycle, Abflug, Umwelt, was ist denn Lifecycle, Abflug? Umwelt, Sauberkeit, Frustration, Geld, Informationen ist zu wenig. Blase, Ausruhen, Abfall und Economy, Aerotime. Ja, Aerotime sollte bald kommen. Um 6 Uhr ist Ankunft. Das funktioniert ja alles schon mal recht gut. Hier haben sie eigentlich einen recht weiten Weg dahin.
War mich auch nicht so ganz glücklich. Ich hoffe, wie gesagt, auch, dass die Leute dann hier durcheingehen. Hier müssten wir das Stück Wand nochmal abreißen und auch durch einen ersetzen. Das sieht einfach so schöner aus. Aber ansonsten würden uns dann halt gleich die ganzen Massen hier durchrennen und wir brauchen viel mehr Sitzplätze. Gucken wir hier nochmal. Ist noch nichts angezeigt bisher. Gleich ist es 6. Halbe Stunde knapp noch. Gute halbe Stunde noch. Und dann kommt hier der Flieger an. Wahrscheinlich kommt er jetzt gleich aus dieser Richtung. Oh, da hört es. Zack. Und da haben wir unser erstes Flugzeug. Aerotime 2999. Hier sind noch, seht ihr die ganzen Aufgaben. Aussteigen und reinigen. Gepäck ausladen. 0 von 10, 0 von 12 Gepäckstücke müssen eingeladen werden. Und das Boarding muss stattfinden. Und wenn das alles abgeschlossen ist, dann fliegt er wieder los. Auftankchance 0%. Da können wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen was verdienen. Wir sollten gleich hier was Grünes kriegen. Ich glaube, wir werden pro Flugzeug und Passagier bezahlt. Ganz sicher bin ich mir da aber nicht. Terminalnutzung kriegen wir 4110. Ausgehend davon, dass alle Flüge voll besetzt sind und es zu keinen Stornierungen, Verspätungen oder unpassenden Flügen kommt. Also insgesamt machen wir tatsächlich noch einen Minus von 3010. Okay. So, das Flugzeug steht hier. Das muss jetzt ausgeladen werden. Zack, Motor ist aus. Ey, noch nicht rausgehen. So, da kommen die Leute. Die steigen jetzt alle aus. Freuen sich ja, an unserem kleinen Flughafen anzukommen. Schade, dass die Tür nicht aufgeht. Die gehen jetzt hier sonst wo lang. Steht auch noch keiner zum... Boah, oh, ich habe die Warteschlange nicht zugewiesen. Ich hält. Und die gehen tatsächlich alle hier raus. Ansonsten würden sie alle durch den Sicherheitsbereich laufen. Und sie gehen rein. Sehr schön. Ich muss dann aber hier diese Warteschlange zuordnen zu dieser Warteschlange. So, und jetzt... jetzt gehen sie da alle hin. Zack. So, und der hier. Das hier ist unser Gepäcktyp. Unser Golfmobil. Und ja, die warten jetzt hier auf ihr Gepäck. Und der bringt jetzt das Gepäck hierher, schmeißt die Koffer auf den Boden, hier nimmt, was er braucht und haut dann wieder ab. Gepäck einladen ist auch noch nicht. Geplanter Abflug ist 8 Uhr. Sieht aktuell noch ganz gut aus. Er fährt wieder dahin. Hat er noch schon das Gepäck eingesammelt? Achso, hier haben wir noch ein zweites Golfmobil. Sehr gut. Der fährt da hin und wartet. Wir haben noch kein Gepäck eingeladen. Jetzt. Gebordet. Alles geschafft. Gucken wir hier nochmal. Ach, der war sogar zu früh. Der war schon um 5.40 Uhr hier. Und jetzt ist er auch bereit für den Abflug. Um 6.35 Uhr haben wir tatsächlich schon hingekriegt. Also wir waren sehr schnell. Wir waren sehr, sehr schnell. Gut, dass wir so viel Geld auch auf der Kante haben, denn tatsächlich... noch minus 3010. Mal gucken, ob denn die anderen Flüge mit eingeplant werden. So, er fliegt jetzt wieder los. Das hat sehr gut geklappt. 81 Minuten zu früh kann er wieder starten. Das sind fast anderthalb Stunden. Und da ist er weg. Und wir müssen warten, bis um 8 der nächste Flieger kommt. Also vielleicht ist eine Stunde Pause tatsächlich zu viel. Das müsste man aber tatsächlich abwarten, ob das jetzt nur ein Glücksfall war. Hier können wir auch noch einen schöneren Anreisebereich draus machen. Wie gesagt, später wäre es eigentlich ganz cool, wenn wir dann hier vielleicht die Straße rumlegen und die Straßenbahnstation hier reinlegen. Alles noch. Ja, wäre so viel zu tun. Aber der Flughafen, er funktioniert. Großgewinn wirft er noch nicht ab. Da müssen wir dann nochmal ein bisschen gucken, ein bisschen optimieren. Das kriegen wir aber hin. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.